Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Lasst uns heute mal über die Angst vom Scheitern reden. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ganz viele nicht anfangen, Dinge in ihrem Leben zu verändern, Dinge zu tun, die ihnen eigentlich gut tun würden. Weil erstens ist es natürlich bequemer, da zu bleiben, wo wir jetzt sind. Das ist bestimmt nicht angenehm, aber es ist unsere Komfortzone. Da wissen wir, was uns erwartet. Und wir können in dem Sinne nicht scheitern, weil wir gar nicht versucht haben, aus dieser Situation herauszukommen. Wir erlauben uns gar nicht, ein besseres Leben zu erwarten. Und sicherlich hast du auch schon mal Dinge begonnen und dann nicht zu Ende gebracht. Du bist sozusagen gescheitert, was Quatsch ist, darauf gehen wir gleich noch ein. Du bist vermeintlich gescheitert, weil du was nicht durchgezogen hast. Diese Erfahrung hast du schon gemacht. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann baut sich natürlich was in uns auf. A, dieses, ich will nicht schon wieder scheitern. Und der innere Kritiker in uns, der dann auch noch richtig draufhaut. Also wieder nicht durchgezogen, du bist zu faul, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, bum, 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 bum. Und dann wird es natürlich immer schwerer, was Neues zu beginnen. Ne? Also als Beispiel, vielleicht hast du dir mal vorgenommen, regelmäßiger Sport zu machen. Das hast du 2, 3 Monate durchgezogen und dann kam das Leben dazwischen. Du bist krank geworden, deine Routine war im Arsch und du hast nicht wieder angefangen. Oder du nimmst dir immer wieder vor, diese eine Freundin nicht mehr in dein Leben zu lassen, weil sie dir nicht gut tut, weil du dich immer wieder schlecht fühlst, weil du dich ausgenutzt fühlst und dann meldet sie sich doch wieder und du bist doch wieder da. Oder du weißt, dass es gut für dich wäre, Yoga zu machen, zu meditieren. Du hast vielleicht auch schon mal ausprobiert, aber dabei ist es dann halt auch geblieben. Und was uns da zurückhält, ist ganz oft die Angst vor dem Scheitern, weil wir uns nicht wieder bestätigen wollen, dass wir das nicht hinkriegen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir zu faul sind. All das stimmt natürlich nicht. Und da kommen wir wieder, wie immer, zu den negativen Glaubenssätzen, die wir über Veränderung haben, die wir darüber haben, was wir schaffen können, die wir darüber haben, was für ein Leben wir uns erlauben können. Darfst du dir denn Freundschaften erlauben, in denen du akzeptiert und geliebt fühlst und die sich gut anfühlen? Erlaubst du dir das? Hältst du das überhaupt für möglich? Oder erlaubst du dir ein Leben, ein gesundes Leben? Oder ist in dir dieser Selbsthass, der das gar nicht erlaubt, der so intrinsisch ist, der so aber auch in deinem Unterbewusstsein fest verankert ist und den du so gar nicht auf dem Schirm hast? Wir denken ja nicht permanent darüber nach, wo wir uns selber Steine in den Weg legen. Aber oft sind es negative Glaubenssätze, die uns gar nicht anfangen lassen. Und vielleicht wurde dir auch in deiner Kindheit oftmals Negatives eingeimpft. Du hattest schon wieder ein 3 in Mathe, gescheitert. Also haben wir Angst davor bekommen, wieder zu scheitern, wieder eine 3 in Mathe zu schreiben. Du hast die Ausbildung abgebrochen, gescheitert. Und vielleicht war es auch immer, das ist unsere Generation, ist da sehr mit gesegnet worden, Eltern, die sehr ihre Liebe sehr davon abhängig gemacht haben, was hast du für Noten mit heimgebracht, wie hast du dich benommen, wie hast du dich verhalten. Und wenn wir eben nicht dem entsprochen haben, was sich unsere Eltern gewünscht haben, sind wir gescheitert. Wir haben nicht die Noten mit nach Hause gebracht, die sie wollten, wir sind gescheitert. Wir haben uns nicht so verhalten, wie sie wollten, wir sind gescheitert. Also wir sind ganz oft gescheitert, auch wenn wir es eigentlich nicht sind. Weil immer, wenn du etwas angefangen hast, wenn du etwas anders gemacht hast, bist du schon nicht gescheitert, weil, nehmen wir das Beispiel Meditieren. Du hast vielleicht schon mal geschafft, regelmäßig zu meditieren. Du warst vorher hier, dein Leben war hier, es lief nicht so gut, Ziel ist da oben. Du hast angefangen zu meditieren und dir ging es Stück für Stück besser. Warst ein bisschen entspannter, warst ein bisschen ruhiger und dann kam das Leben dazwischen und du hast wieder aufgehört zu meditieren. Jetzt bist du irgendwo hier. Sehen wir den Unterschied? Wir sind nicht gescheitert. Immer wenn wir anfangen, können wir gar nicht scheitern, weil mit dem Anfangen schließen wir das Scheitern ja schon aus. Weil du angefangen hast, was zu verändern. Und mehr wollen wir gar nicht. Du bist losgegangen, für dich bist du schon immer besser als davor. Du kannst jetzt schon mehr Yoga als davor, als du noch kein Yoga gemacht hast.
Du bist jetzt schon ein Stückchen gesünder als davor, wo du regelmäßig Sport gemacht hast. Wir sind immer, wenn wir angefangen haben und wenn wir nur einen Tag gemacht haben, sind wir immer schon besser als unsere Version von davor, die nicht angefangen hat. Und mit jedem Mal wieder anfangen, wieder für dich einstehen, programmierst du dein Unterbewusstsein um und sagst, nee, 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 ich lasse mich von dir nicht unterkriegen. Ich fange immer wieder für mich an. Ich erlaube mir ein besseres Leben, ein entspannteres, ein gesünderes. Ich erlaube mir ein Leben mit Beziehungen, die mich mit Liebe erfüllen und bei denen ich mir nicht ständig Sorgen und Gedanken machen muss und bei denen ich mich schlecht fühle. Du kannst nicht scheitern, wenn du anfängst. Das schließt sich einfach aus. Und dann immer zu gucken, was habe ich denn für Erwartungen an mich? Soll das Meditieren mein komplettes Leben umkrempeln? Möchte ich jetzt jeden Tag meditieren? Dann sind deine Anforderungen an dich selbst vielleicht ein bisschen hochgesteckt. Und dann kannst du vielleicht ein bisschen runtergehen. Ey, einmal die Woche meditieren. Das kann ich schaffen. Habe ich es mal eine Woche vergessen? Nicht schlimm, mach es halt nächste Woche. Sei liebevoller zu dir selbst in diesem Veränderungsprozess. Und dann wird Scheitern nicht wieder zu so einer Geschichte, wo dein innerer Kritiker ganz laut wird und dir sagt, ja, habe ich doch gewusst. Du bist faul, du kannst es nicht, bist nicht gut genug, du schaffst es nicht. Veränderung ist nichts für dich. Ich hoffe, ich konnte einige mit dieser Motivationsrede davon überzeugen, dass wir nicht scheitern können, dass du keine Angst vor dem Scheitern haben musst. Und nur weil ich jetzt sage, du musst keine Angst vor dem Scheitern haben, hast du ja nicht automatisch keine Angst mehr vor dem Scheitern. Aber du kannst dich immer wieder an dieses Video erinnern, was ich gesagt habe. Wenn du anfängst, kannst du nicht scheitern. Du bist immer schon besser als die Version davor. Und das sollte immer dein Anspruch sein, mit allem, was du tust, in minimalen kleinen Schritten immer besser zu werden als die Version davor. Und dann kommst du an dein Ziel, an das glückliche, erfüllte, gesunde, entspannte Leben, das du dir wünschst. Lasst uns gerne in den Kommentaren austauschen. Was habt ihr mal angefangen und seid nicht dran geblieben? Was macht das, wenn ihr über diese Angst vor dem Scheitern nachdenkt? Was wisst ihr schon, sind negative Glaubenssätze, die ihr habt, die euch zurückhalten? Lasst uns gerne in den Kommentaren austauschen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, hat euch gefallen. Ihr findet unten in der Infobox einen PayPal-Spendenlink, wenn ihr mir einen Kaffee ausgeben wollt für dieses inspirierende hoffentlich Video. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und teilt das Video gerne mit Menschen, die Angst vor dem Scheitern haben. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!